Ich nehme auch meinen kleinen Süßen mit. Gut, das Schlimme ist, die nächste Stufe, die ich mit denen kriege, die ich jetzt habe, ja, ist auch immer noch ein leichter Panzer. Ich bin mal echt gespannt, ey. Wollen wir starten? No? Den mittleren Panzer kriege ich bei mir erst ab Kategorie 5. Was bringt denn eigentlich einem dieses Premium? Das kapiere ich nicht. Premium-Panzer. Aber was es einen genau bringen soll, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Ich hatte das Premium uns zwar verlängert, aber ich weiß nicht, was. Ach so! Erfahrungspunkte-Boost. Ach so. Ja, dann auf ins Gefecht. Irgendwie freue ich mich, einen neuen Panzer zu haben, aber der ist trotzdem irgendwie scheiße. Ach, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja, vor allem, der hat noch zwei weitere Geschütztürme, aber die kann ich nicht verwenden, wie es aussieht. Wahrscheinlich brauche ich extra Munition dafür oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mir mal so ein Panzerlogie für Noobs oder so besorgen. Ich hab, Scheiße. Ich hab die World of Tanks App auf dem iPad. Ja, die kann ich auf mein Handy auch runterladen, aber ganz ehrlich, Nee, da habe ich mir bloß einen Schlachtplan gemacht, wie ich welche Panzerreihe ich nehme, damit ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Happy. Aber weißt du, was schön? Ja, welchen Panzerstrang ich nehmen muss, um an mein gewünschtes Endziel zu kommen. Ach so. Weißt du, was schön ist? Sie sind beide wenigstens Stufe 3 Panzer. Ja. Und wir haben schon verschissen. Wieso? Ja, weil die Gegner zwei schwere Panzer am Rennen geschickt haben. Ja. Ich komm nicht mal den Hügel hoch. Komm, Dickerchen. Hatschi! Entschuldigung. Alter, der ist so. Okay, ich hab noch einen, der ist Lama. Echt jetzt? Ja, das ist dieser. Regiment Kyria, keine Ahnung. Haus. Oh. Nein, nein, nein! Fuck, nein! Was ist denn passiert? Meine Kette ist am Arsch! Wie hast du das denn geschafft? Ich bin den Hügel runtergejumpt! Oh, ich kann. Okay, Kette ist repariert. Zum Teil. Alter! Meine Kette müsste eigentlich mehr aushalten. Warum fahre ich mit diesem fetten Ding eigentlich einen Hügel hinauf? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin auf einen Hetzer gestoßen, scheiße. Auf einen was? Auf einen Hetzer. Das ist ein Kategorie 4 Panzerjäger. Da siehst du ihn, Black Panther 23. Ja. Mal sehen, ob ich... Ich hab den voll getroffen eigentlich, aber okay. Gut, der neue Panzer ist voll für den Arsch. Und der sieht aus wie eine plattgedrückte Untertasse. Ja, das Problem ist, der ist verdammt schnell und flink. Aber der vorherige war viel schlimmer. Vor allen Dingen ist der kräftig. Ich brauche mehr Platz. Ich glaube, die anderen Panzer tue ich mal weg hier. Ich habe die ganzen 0-15 Panzer weggeschmissen. Muss bloß dafür sorgen, dass die Besatzung quasi dafür entlässt. Ich habe keine Besatzung dafür. Ich bin gerade überlegen, ob ich den MK4 upgraden soll. Achso, Kaserne, warte mal. Hallo? Ich würde gerne. Alter. Achso, wie kann ich die Besatzung denn da bitte entlassen? Wenn du Rechtsklick auf den Panzer machst, den du loswerden möchtest, gehst du auf Verkaufen. Ja. Ah, zur Kaserne entlassen, okay. Und wenn du da draufklickst, kannst du dann unten auf Entlassen drücken. Ups, ich sollte mal Gesamt eingeben. Hallo? Achso, den Betrag, jo. Toll. Und in der Kaserne selber? Ja, wenn die Kaserne, weil du hast die Kaserne nämlich irgendwann voll, deswegen. Wo kann ich die Kaserne dann angucken? Ach, da ist die Kaserne, genau. Ach du Scheiße. In der Kaserne. Oh Gott.
Hä? Wie kann ich alle entlassen, weißt du das? Nee, ne? Nee. Ach, das mache ich später. Den Franzosen. 0. Nein! Jetzt habe ich dann 0000 hingeschrieben. Den Cunningham. So. Okay. Ich will die Fahrzeuge verkaufen und ich habe den Grenzwert der. Okay. Na, von mir aus. Krass. Was denn? Wenn du alles erforscht hast, dann werden deine Panzer in die Elite-Stufe gestuft. Ja, habe ich auch gerade mit dem Cruiser gerade gemacht. 41.000 brauche ich. Ich brauche noch 39.000 etwa. Münzen. Sobald der Panzer aus dem Gefecht ist, kann ich ihn auf den Funkgerät Stufe 4 upgraden und dann ist der Panzer vollkommen ausgerüstet. Da muss ich nur noch die Stufe 4 kaufen. Okay. Wollen wir Gefecht machen? Ah, können wir machen. Ich nehme den Cruiser wieder, würde ich sagen, oder? Ja, du hast den Artillerie, dann nehme ich den großen. Ich hab den NK4 gewählt. Also Artillerie. Ne? Ja, ich würde das ein bisschen so machen, dass ich so ein bisschen dann die etwas stärkere Panzerung nehme. Ja, damit du meine Wenigkeit stützen kannst, wenn was ist. Ja, ich muss erstmal in deine Reichweite kommen. Ja, das war vorhin auch eine bescheuerte Karte dafür. Ja, du bist viel zu schnell für mich eigentlich, für den Panzer, um ehrlich zu sein, aber. In der Regel bleibe ich hier irgendwo stehen. Ach du Kacke. Hier habe ich jetzt schlechte Karten. Wieso? Ja, weil ich hier ziemlich, nur ziemlich weit nach hinten schießen kann. Okay, 3 gegen 3 Artillerie. Artillerie scheint Viereck zu sein. Ja, hab ich schon gesagt. Ja, ich sag das mehr für mich eigentlich. Ah, okay. Damit ich mir das auch langsam mal merken kann, weißt du? Weil das Spiel werde ich wahrscheinlich nicht nur ein oder zweimal spielen, wahrscheinlich öfters. Ja, weil es Spaß macht. Ja, das ist das Problem. Das ist das bescheidene Problem. Oh, Lucifer 71. Den du hast ist aber neu. Der sah vorher anders aus. Nee, ist immer noch derselbe. Echt? Dann habe ich ihn wohl noch nie von vorne gesehen. Das kann sein. Ich würde sagen, ich stelle mich mal ein bisschen mehr hier so hin. Ich habe trotzdem mal auf dem Präsentierteller. So als kleine Verteidigung für hier. Ich kann das nicht nur da. Oh, da kommt einer auf uns zu, wie es aussieht. Eine Artillerie kommt hier hin. Ah ne, ist auch hinten. Ich war ein bisschen voraus hier. Komm schon. Den Scheiße, ich komme nicht dran. Da hinten kommt einer. Den kann ich nicht treffen von hier aus. Den Tlasti? Den TN2, den Tlasti Tony 1. Ja. Ich bin jetzt viele Häuser am Weg. Ja, ich fahre da gerade hin. Der scheint aber gut was zu kastieren gerade. Okay. Sieht gut aus, sage ich mal jetzt vorsichtshalber. Okay, Artillerie ist noch übrig. Zwei Stück jetzt nur noch. Okay.
Okay, gut. Ein Gegner ist noch übrig und der Stützpunkt wird nicht mehr erobert. Ja, die Frage ist, wo ist er? Ich habe so ein bisschen die vage Vermutung, dass er rechts irgendwo ist, weil da keiner ist. Hat er mal reingeschossen in die Ecke. Ja, ich sehe es. Was mit diesen Vierecken da, ne? Der nee, Karte. Nee, das war ich nicht. Achso. Ich hab oben rechts bei A0 reingefeuert. Alle suchen jetzt den einen. Ach, da ist er. Hat sich bei uns in der Nähe versteckt, der kleine Schnüffler. Toll, ich habe nicht einen Schuss abgetätigt. Ich habe mich abgetätigt, ich habe sogar einen erwischt, aber... Ach ja, mit Primo, stimmt ja. Doppelter Sieg. Ja? Alter, ich habe jetzt schon wieder 13.000 zusammengekriegt, cool. Ich denke mal, ich werde bei dem MK4 erstmal bleiben. Alter, ich habe 2121 Erfahrungspunkte und ich kann ihn nicht mit dem nutzen. Dann nehme ich den Großen jetzt dafür. Ja. Und mit dem weiter. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn upgraden soll auf die nächste Stufe. Ja. Allerdings kostet das neue Fahrzeug dafür mich auch ordentlich Geld. Ja, und wie lange wollen wir denn heute machen? Keine Ahnung. Ja. Na dann, also, mach so weit, wie es geht und gut ist. Fertig? Ja, warte, ich kauf mal eben den anderen. Ja, mach durch. Ich mach kurz mein Fenster zu. Und die Heizung ein bisschen an. So, ich kaufe jetzt die Vespa. Für 48.000. Ich könnte das hier schon mal erforschen. Hier dieser, ja toll, wie heißen die Dinger? Die drehen Wendungen da. Soll ich am besten holen bei Gelegenheit begeben, ne? Oder? Hier was oben über dem Rohr ist drauf. Über dem Rohr oben drauf ist? Wie erkläre ich das Scheiße? Hier steht ja nur Vickers Medium A6E3. Warte, wenn ich jetzt mal auf. Scheiß die Wand an. Scheiße, wenn du erforschen machst, hast du oben noch die Waffen, dann hast du drunter so ein eine komische Haube. Meinst du etwa die Funkgeräte? Nein, nein, da drüber müsste das sein. Ah, scheiße, die Wand. Ach, du meinst die Geschütztürme. Die Panzerung ist das. Das ist Panzerung. Ah, okay, gut. Danke. Bitte. Ja, hier steht leider nichts. Ich... Dann Panzerung, dann Funkgeräte. Dann Motor und dann Ketten, ne? Genau. Ketten machen Höchstgeschwindigkeit und drehen Wenden. Das hält aber für dein Fahrzeug, nicht für deinen Turm. Ja, ja. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal. Kauf das dann auch direkt. Hallo? Soll ich was zeigen? Wieso kann ich es nicht kaufen? Keine Ahnung. Weil du kein Geld hast? Weil du keine Erfahrungspunkte hast? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ach, weil ich bereit war. Toll. Achso. Ja. Wie viel Erfahrungspunkte habe ich noch? Ich habe noch 196. 69, meine ich so. Okay. Gut, jetzt müsste ich was schneller sein. Egal, wir werden es sehen. Die Wespe? Ne? Das ist die Kategorie 3 von den Dingern. Boah, ich hasse Wespen. Oh, fuck. Ja, ja, klar, das ist das Problem jetzt, ne? Aber warum kommen wir nicht dann ständig bei 2ern oder bei 3ern rein allgemein? Warum bleibt 4er oder 5er? Okay, wir haben 2 Artillerie. Gegner haben auch 2 Artillerie. Einer davon bin ich. 3 schwere. Mittlere haben wir, warte, 1, 2, 3, 4, 5. Gegner haben 1, 2, 3, 4 mittlere. Ne, 4 schwere haben die Gegner sogar. 4 schwere, ne? Und ich bleib bei dir in der Nähe, wegen meinem Panzer. Bleibst du hier hinten oder fährst du vor? Ich gehe hinter dir, siehst du hinter dir das Gebüsch? Los geht's! Ja.
Wie du dann im Gebüsch einfach verschwindest. Wie die einfach alle rumballern hier. Ja, immer schön weiterfahren. Bin bereit zum Schießen. Gut, dann fahre ich mal langsam voraus, ne? Halt, warte, hier ist gar keiner hinten. Nö, brauchst du auch nicht. Doch, hier hinten sind drei Stück. Hinten sind drei Stück, doch. Ja, wir reden hier von Stufe 5 Panzern. Ja, ich folge mal den Gabrowski mit meinem Zielvisier. Ja, mach das. Bei dem ist er schon am Rand gerade. Okay, ich habe einen gesehen. Ich habe übrigens mein Funkgerät bereits erweitert. Als erstes. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Liften, wenn du mich jetzt abschießt, ne, dann ist schwierig. Ich hab eine schöne Reichweite mit dem Ding. Und vor allem lädt er schneller nach, als ich eben hatte. Das ist gut. Na komm, 2, 1, fuck, außerhalb meiner Schusskraft. Ah, von wo? Nein! Okay. Tschüss. Ich hab den nicht gesehen, ey. Ich hab den kleinen Penner nicht gesehen. Die Artillerie ist hier voll am rumsmashen. Kannst du eigentlich sehen, wo ich hinschieße, ne? Nee. Ich gucke halt Gabrowski dazu, der gegen einen mittleren Panzer schießt. Boah, hat das Schwein gehabt. Oh, sein Panzer ist unter Wasser. Das sieht nach einem langen Kampf aus hier, ey. Ja, das ist bei den Großen komischerweise irgendwie gang und gänge. Irgendwie so. Ja. 10, 9, 8, 7, 1. Was ich aber höchst interessant finde, ist, dass... Au, Alter! Was denn? Voll ins Mikro gebrüllt. Ich hab zumindest einen gerissen, hä? Immerhin. Immerhin hast du überhaupt was gerissen. Ich hab einen erwischt, Alter. Einen einzigen Panzer. Ich keinen, also, ne? Bin ich eigentlich, ey. Naja. Zurück zur Garage. Bin ich schon links.